Und auch heute findet wieder mein Weihnachtsspecial statt. Und zwar ist heute der 12. Dezember und heute erwartet uns das hier. Hallo Leute und willkommen zu einem Interview. Heute interviewe ich den Chaos Joker 87. Sag mal hallo. Uhu. Gut, einige Fragen habe ich jetzt auch schon aus dem Interview mit dem Agelessly übernommen. Aber ich schätze mal, das stört keinen. Fang nochmal an. Wie bist du denn aufs Let's Playen gekommen? Ach du liebe Güte. Let's Playen, ja, wie bin ich dazu gekommen? Sui Shumaru und CK sind schuld. Ich habe da Let's Plays gesehen und, naja, fand das halt ganz cool und dann habe ich mich schlau gemacht und, naja, das Übliche. Und irgendwann kam dann Donkey Kong 2, das habe ich dann als erstes Let's Played und hochgeladen und, naja, der Rest ist Geschichte. Würde ich mal sagen. Ah, okay. Und wieso überhaupt Chaos Joker 87? Chaos ist meine Religion. Joker bin halt ich, weil ich sehr zynisch bin oder sehr als sehr zynisch beschrieben werde. Ja, und 87 ist halt einfach mein Geburtsjahr. Okay. Das ist der Grund. Von deinen Let's Plays aus jetzt, welches war denn so dein Lieblings-Let's Play und dein Hass-Let's Play, was du jemals gemacht hast? Lieblings-Let's Play würde ich sagen, war definitiv Plants vs. Zombies. Weil ich spiele es, glaube ich, immer noch und ich habe das Spiel für, weiß ich nicht, für 5, 6 Euro im Sonderangebot erstanden und wie schon gesagt, ich spiele es immer noch. Ist ja jetzt auch schon ein Augenblick her. Und das Hass-Let's Play, weiß ich auch ganz schnell, was das ist. Das ist Castlevania Vampire Kiss. Jeder, der bei mir vorbeischaut, sollte sich vor allen Dingen Folge 6 ansehen, dann weiß man, wieso das mein Hass-Let's Play. Ja, Castlevania habe ich auch ganz gern geguckt, weil du dich da immer so schön aufgeregt hast. Was machst denn du so außer Let's Plays? Ja, was mache ich außer Let's Plays? Arbeiten. Arbeiten, mich für meine Prüfung vorbereiten. Und ja, manchmal, ja gut, manchmal bin ich auch unterwegs. Mal, wie man das kennt, mit Freunden Bier trinken und sowas. Ist üblich, also nichts Wildes. Und so viel Kritzeln. Kritzeln? Okay. Spielst du auch was außerhalb? Ja, natürlich. Ich spiele außerhalb, spiele ich halt meine ganzen alten Oldschool-Sachen. So die Klassiker Mario World oder die unzähligen Mario-Hacks, die spiele ich dann so mal für mich. Oder was habe ich denn momentan, spiele ich an bekannten PC-Spielen zum Beispiel Batman Arkham Asylum, gelegentlich mal offline. Oder Ghostbusters habe ich jetzt gefunden, das kann man auch immer mal gut spielen. Sowas halt alles. Okay. Was denkst du so über zukünftige Let's Plays oder woran hättest du denn später mal Bock? Ja, unbegrenzt. Also, wie schon gesagt, ich Let's Play eigentlich, was mir kurzfristig in den Sinn kommt. Von daher plane ich da ehrlich gesagt nicht so viel im Voraus. Also, so Monster-Projekte, Marke Zelda, Master Quest würde ich jetzt erstmal nicht machen, weil ich dafür die Zeit schlicht noch nicht habe. Ich würde mich eher auf Kurzprojekte stürzen. Hier solche Sachen wie eben Castlevania oder eben wie Ghostbusters, auch sehr kurz übrigens, das Spiel. Auf sowas würde ich mich eher stützen, was kurzes, was so, ich sag mal, in 30, 40 Parts abgewickelt ist. Also spontan und kurz. Ja, ja, definitiv. Und auch wahrscheinlich nichts top aktuelles, weil das einfach schlicht mein Rechner nicht mitmacht. Okay. Und was sind so sonst deine Lieblings-Let's Player oder allgemein andere Let's Plays, die du im Moment guckst? Let's Plays, die ich gucke. Also momentan hänge ich ziemlich viel bei Crazy Chaos rum. Da gucke ich mir an Black and White 2. Total unspektakulär das Display, aber irgendwie gucke ich es gerne. Ich weiß auch nicht wieso. Muss an der Thematik liegen. Ansonsten, ja, bei Sui Shumaru bin ich sehr, sehr viel. Vor allen Dingen das Let's Play zu, welches Play war das denn? Das war nicht Project Zero, sondern das andere. Gear, 4. Genau, 4-1. Richtig. Das kann man sich immer wieder gern angucken. Okay, so als letzte Frage hätte ich jetzt eigentlich, da das jetzt ja geht, mit Zusammensprechen, wäre da denn mal auch ein Together möglich? Möglich ist es, arbeite ich sogar schon dran. Ich hätte sogar schon ein Spiel dazu. Aber ich werde es jetzt nicht verraten, was es ist, weil ich will erst gucken, ob es wirklich geht. Nicht, dass sich jeder auf dieses Interview stützt und dann sagt, boah, wieso kommt denn das nicht? Und ja, probier es aus und wenn es fest ist, dann wird es auch ein Let's Play Together geben. Einem sehr schönen, hübschen Spiel. Ja, es wäre natürlich blöd, wenn es dann nicht gehen würde. Ja, das stimmt. Waren jetzt so meine Fragen. Willst du noch irgendwas zum Schluss sagen? Was möchte ich sagen? Voten, subscriben, kommentieren, aber sachlich, wenn es geht.
Guckt euch Luxi sein Zeug an, das ist extrem cool, das kann man auch gucken. Ich hänge jetzt auch bei Vice City gelegentlich und gucke mir jede Folge mal an, wenn ich mal ein bisschen Zeit habe. Und ja, denkt dran, Old School rules the world. Gut, dann würde ich sagen, wär's das erstmal und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Bis dann. Ja, macht's gut.